Die Tauberräder Pro, so haben natürlich einen Prosa-Antrieb drin, also das heißt der Motor, Akku und so weiter. Und es gibt verschiedene Aggregate, also Motoren, ne, mit verschiedenen unterschiedlichen Leistungsstärke, so wie im Auto auch. Wir haben uns entschieden, ausschließlich den stärksten Motor zu wählen. Das ist der S, Prosa Triefer S. MAG steht für Magnesium. Und das ist im Grunde genommen ein wettkampftaugliches Aggregat für höchste Belastungen, Dauerbelastungen ausgelegt. Also wir möchten auch, dass im Sinne der Nachhaltigkeit, dass dieser Motor viele, viele, viele Zehntausende Kilometer hält. Ja, er ist wartungs- und verschleißfrei. So, und so stark, ja, also er bringt 90 Newtonmeter. Und ich komme jetzt, wie schon vorhin erwähnt, von einer Wochenendtour an der Bergstraße und ich habe Dinge gemacht mit diesem E-Bike hier, mit diesem Steigermotor, die ich nicht für möglich gehalten hätte vorher. Also der hat so einen Bums, das ist unglaublich. Das andere war, ich habe auch das Wochenende nochmal benutzt, um die Feinabstimmung der Ansteuerung noch einmal zu überprüfen. Ich habe also durch viele, viele Fahrversuche habe ich festgelegt, in welchem Unterstützungsmodus wie viel Strom und wie viel Stärke zur Verfügung steht. Und ich muss mir loben, es ist echt gut gelungen. Es ist wirklich gut. Also Sie können wunderbar vorne im Eco-Betrieb das meiste, dann kommt Tour und dann nochmal Sport und Turbo. Den braucht man ganz selten, den stärksten. Aber ansonsten toll abgestimmt. Mit geringstem Stromverbrauch, darauf habe ich geachtet. Und in den jeweiligen Fahrmodus auch mit der idealen Dynamik, die Sie dann brauchen. Jo, und Endgeschwindigkeit. Dann, was haben wir noch zu sagen? Das wäre quasi das Display, ne? Wie bedienen wir? Genau, Display. Wir haben ja das MET Display, das Small Cockpit heißt es. Ein wunderschönes Display, farblich gut abzulesen, einfach zu bedienen. Auch die Schiebehilfe hier drüber ist anzuschalten, das Licht an- und auszuschalten. Also man will gar nicht mal weggucken, wie unser Chef dann immer so gern sagt. Ja, weil es bunt ist. Also wir machen schon ein buntes Display. Das Ding ist wirklich schön. Also auch von der Gestaltung her, das guckt man wirklich gern an. Gell? Ja. Dann Akku und Ladetechnik. Genau. Also kurze Anekdote. Wir waren dann also am Samstag waren wir im Odenwald und haben dann auch schon Strom verbraucht. Klar, ne? Das müsste ja zur Sache gehen. Und da ich ja in einem Wohnmobil unterwegs war und wir stehen immer irgendwie so im Freien, habe ich dann Strom gebraucht. Da sind wir abends noch in der Wirtschaft, habe dann die Akkus reingetragen, Steckdose gesucht und das Ladegerät hat 4,5 Ampere mit dem LEDs. Und dann nach 2 Stunden, so lange haben wir Bier trinken müssen, Wein trinken und habe viel Sport, war dann der Akku wieder voll für den nächsten Tag. Also, es ist ein starkes Ladegerät, wollte ich nur damit sagen. Und die Akkus sind einfach auszubauen, das ist nämlich auch noch wichtig. So, denn wenn man da zu lang rumfummelt, dann will man sie vielleicht nicht rausbauen. Ich habe den Schlüssel gerade umgedreht und schwuppdiwupp holt man die Stange raus. Leicht ist es nicht, aber es gibt schwerere. Dafür haben wir aber auch viel Leistung. Ja, und das ist es nämlich. Also wir ziehen sie da nicht rum, wir nehmen unsere Tauberrad Prosa E-Bikes nur mit dem stärksten Akku, den es zur Verfügung gibt, nämlich 725 Wattstunde. Ganz genau. Und der reicht auf einer normalen Tour weit über 100 Kilometer. Und jetzt im Gelände, ja gut, vielleicht, na Gott, je nachdem, wie man fährt. So, ja, dann war es das zum Kapitel Prosa-Antrieb.